Willkommen zurück, meine Freunde, zu einer neuen Anime Talking Time Folge. Ja, und heute geht es um einen Anime, der mir wirklich sehr gut gefallen hat und es sogar in meine Top 2 geschafft hat. Zwar nicht vor Elfenlied, aber vor Tokyo Ghoul, und das heißt schon was. Bevor wir beginnen, möchte ich aber noch zwei Infos raushauen. Und zwar habe ich jetzt meinen Proxy-Account verlinkt und mir einen AskFM-Account erstellt. Solltet ihr Fragen zu Animes und sowas haben, könnt ihr mich dort auch anonym fragen. Bevor wir starten, möchte ich aber noch sagen, sollte euch das Video gefallen, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, da dieses Format wirklich sehr aufwendig ist. Ja, heute geht es um den Anime Sairei Tsukai no Blade Dance. Dieser Anime startete im Sommer 2014 und wurde von dem Studio TNK hergestellt. Der Anime ist ab 16 Jahren laut FSK wegen Gewalt. Die Genre betragen Action, Comedy, Drama, Ecchi, Fantasy, Harem, Romance, School, Seinen und Superpower. Und ich finde, die passen alle sehr gut auf diesen Anime. Der Anime Blade Dance umfasst circa so 12 Folgen inklusive eines OVAs, welches aber noch nicht abgeschlossen ist. Das OVA hat 6 Folgen, wobei 5 Stand 7.4.2015 hochgeladen wurden. Kommen wir zur Story. Typisch für einen Harem-Anime haben wir einen einzigen männlichen Charakter auf einer Mädchenschule. Dieses Land hier hat besondere Fähigkeiten, zumindest die Mädchen und dieser Hauptcharakter namens Kamito. Und zwar können diese Menschen Spirits oder Geister kontrollieren und mit diesen Spirits können sie kämpfen. Ja, und das Hauptziel von dieser Schule ist, die Schüler auszubilden für einen besonderen Tag, und an diesem Tag wird eine Art Turnier ausgeführt, welches sich Blade Dance nennt. Und ja, sollte die Schule gewinnen oder das Team, dann dürfen sich erstens die Teammitglieder einen Wunsch erfüllen, und ja, die Schule wird vom Militär unterstützt und gesichert. Ja, kommen wir zur Bewertung. Ich bewerte diesen Anime mit einer 1, einer schönen 1. Und zwar, die Story ist sehr interessant, finde ich. Romance ist super ausgebaut worden. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Anime, wenn eine nächste Staffel rauskommen wird, nicht als Harem-typischer Anime enden wird. Hoffe ich zumindest. Ja, die Charaktere haben alle wirklich eine schöne Hintergrundstory, oder zumindest einige davon. Und haben auch wirklich schöne Eigenschaften, die mir sehr gut gefallen. Ja, die Kämpfe waren auch sehr interessant gestaltet und zeichnerisch war der Anime auch sehr schön. Die Charaktere waren sehr gut gezeichnet, wie ich finde. Die Landschaft war jetzt in meinen Augen nichts Besonderes, aber trotzdem ist er okay. Was mir sehr gut in diesem Anime gefallen hat, war ein Musikstück namens Track 21. Dieses Lied habe ich sogar auf meinem Kanal nochmal hochgeladen. Wer es noch nicht gehört hat, Link ist in der Beschreibung. Ja, ich kann diesen Anime wirklich nur sehr empfehlen. Mir hat er sehr gut gefallen und ich freue mich auch auf eine weitere Staffel. Nun, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir eure Meinung zu diesem Anime in die Kommentare. Wie fandet ihr ihn? Und wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, würdet ihr ihn euch anschauen. Wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, dann könnt ihr mich abonnieren. Und alle weiteren Links zu Proxer, AskFM, Facebook und weiteres ist in der Beschreibung. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Euer Mr. LP und tschüss.